Triumph für Andreas Dresen. Sein Drama Gundermann war der Abräumer bei der Gala zum Deutschen Filmpreis am Freitagabend. 6 Goldene Lolas heimste der Film über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann ein. Darunter die Top-Auszeichnungen Bester Spielfilm, Beste Regie und Bester Hauptdarsteller für Alexander Scheer. Den hatten seine Kollegen Bjarne Mädel und Lars Eidinger schon auf dem roten Teppich als Favoriten gehandelt. Sie reden hier, was Sie denken. Ja, wir sagen, was wir sind ehrlich. Ne? Ich gönne den Preis Alexander Scheer als Gundermann. Absolut. Weil der hat sich in Gundermann verwandelt mit Haut und Haar. Also ich bin neidisch. Ich war die ganze Zeit neidisch. Ich wollte es unbedingt selber spielen. Ich war sogar zum Casting eingeladen. Habe aber eine Woche vorher eine Absage bekommen. Da hieß es, nee, Sie haben schon jemanden. Du brauchst gar nicht mehr hingehen. Ich hätte es sehr gerne gespielt. Ich finde es eine super Rolle. Und ja, bin ich richtig neidisch. Gut lachen hatten dagegen Caroline Link und Julius Weck auf. Ihr Film Der Junge muss an die frische Luft über die Kindheit von Harpe Kerkeling überzeugte nicht nur viele Mitglieder der Filmakademie, sondern auch das Publikum. Die Bilanz: eine Lola für den besucherstärksten Film und eine für die beste Nebendarstellerin Luise Heyer. Mehrfach jubeln durfte auch das Team von Styx. Susanne Wolf wurde für ihre Rolle als Ärztin, die auf einem Segelboot mit ansehen muss, wie Flüchtlinge in Seenot um ihr Leben kämpfen, als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Dazu gab es noch 2 Lolas für besten Ton und beste Kamera. Ich möchte noch etwas zum Abschluss sagen, dass ich mich bedanke bei allen NGOs, die im Mittelmeer getan haben und tun wollen und derzeit daran gehindert werden, was ich nur gespielt habe. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das tut, was man tun muss. Danke. Der Deutsche Filmpreis wird seit 1951 verliehen. Die Ehrenlola für das Lebenswerk ging in diesem Jahr an die deutsche Regielegende Margarete von Trotta, die in Berlin mit stehenden Ovationen gefeiert wurde.